Hallo, mein Name ist Christian und gemeinsam mit meiner Kollegin Ramona werden wir dir hier in diesem Video mehr zur Ernährung im Konzentrationslager Mauthausen erzählen. Leg dir nun am besten Papier und Stift zurecht, um dir auch ein paar Notizen machen zu können. Im Konzentrationslager Mauthausen und in all seinen Nebenlagern gab es von Anfang an zu wenig zu essen. Hunger und Durst waren daher ständige Begleiter der Häftlinge. Wenn man hungert, kann man an nichts anderes mehr denken als an Essen. In der Baracke drehten sich die Gespräche fast nur darum. Wir sprachen über die Gerichte, die wir eines Tages essen würden, sollten wir jemals wieder hier herauskommen. Wir beschrieben uns gegenseitig, was wir früher gerne gegessen hatten, und tauschten Kochrezepte aus. Das Konzentrationslager Mauthausen war unter anderem von Bauernhöfen umgeben, welche überwiegend das Lager bis zum Lagertor mit Lebensmitteln belieferten. Häufig bediente sich jedoch zuerst die SS, dann Funktionshäftlinge an der Nahrung und an dem fertig gekochten Essen, das für die Häftlinge vorgesehen war. Sie verbesserten dadurch ihre eigene Situation und verschafften sich Vorteile. Für wen war dieses Bedienen aber ein Nachteil? Wer bekam dadurch weniger zu essen? Die durchschnittliche Kost für gewöhnliche Häftlinge im Konzentrationslager betrug rund 1450 Kilokalorien pro Tag. Schwerstarbeiter benötigen ab fast dreimal so viele Kalorien am Tag. Und die Häftlinge im Konzentrationslager, die mussten solch eine Schwerstarbeit verrichten. Morgens bekamen die Häftlinge einen halben Liter Suppe oder Ersatzkaffee, mittags einen Liter wässrigen Steckrübeneintopf und abends an die 30 Decker Brot und entweder 2,5 Decker Wurst oder ein Stück Margarine dazu. Brot war daher das Hauptnahrungsmittel im Konzentrationslager. Allerdings war es oft trocken, hart oder verschimmelt. Dennoch war das Brot das wertvollste und ausgiebigste Nahrungsmittel im Lager. Wenn man den Männern beim Essen zusieht, erlebt man die berührendsten Szenen unseres elenden Daseins. Man sieht Männer, die ihr dürftiges Stückchen Brot streicheln und liebevoll abschlecken, bevor sie es verzehren. Sie spannen sich selbst auf die Folter, indem sie es noch einmal ganz genau betrachten, bevor sie es verschlingen. Man sieht in ihren eingefallenen Gesichtern für Augenblicke so etwas wie Freude aufblitzen. Andere versuchen, ihren Hunger durch gieriges Hinunterschlingen abzutöten. Sie essen voller Verzweiflung, als ob sie so schnell wie möglich diese mageren Mahlzeiten loswerden wollten, die erst recht hungrig machen. Die viel zu geringen Essensrationen waren Mittel der SS, den Willen zum Widerstand und die Solidarität der Häftlinge untereinander zu brechen. Die Häftlinge sollten nicht nur durch Zwangsarbeit, sondern auch durch Verhungern ermordet werden. Es gab aber auch andere Mittel, um den Häftlingen die Menschenwürde zu nehmen. Als zivilisierte Menschen erwarteten wir, dass man zumindest auch Löffel an uns verteilt, mithilfe derer wir gesittet, dass wenige essen konnten, was wir bekommen hatten. Wir irrten. Schlürfend führten wir das so sehnlich erwartete, bescheidene Essen mit den Fingern zum Mund. Nie im Leben dachte ich, dass es möglich sei, einen Menschen so zu erniedrigen. Die Erlebnisse im Konzentrationslager, der Hunger und die fehlende Menschenwürde prägten auch nach der Befreiung das Leben vieler Überlebender. So war es zum Beispiel dem Überlebenden Jan Wolny nie möglich, Brotkrümel einfach so vom Tisch zu fegen.